Gesegneten Sabbat. Können wir Gott nicht dankbar sein, während alle anderen kulturellen Veranstaltungen, die es überhaupt gibt, alle geschlossen und verboten sind, dürfen wir Gottesdienst feiern? Wir können Gott dankbar sein. Es ist Punkt 11 Uhr. Ihr werdet heute Zeuge eines noch nie dagewesenen Spektakels. Ich werde eine halbe Stunde predigen und danach fertig sein. Ihr lacht. 11.30 Uhr sind wir fertig. Trotzdem wollen wir die Gelegenheit haben, auch heute darüber nachzudenken, dass der Sabbat ein Tag ist, der uns an die Schöpfung erinnert. Und ich möchte euch ganz kurz erzählen, vor ungefähr einer Woche war ich draußen spazieren und es war neblig. Ja, das erlebt man heutzutage jetzt öfter in diesen Wochen. Es ist Spätherbst, Frühwinter, es nebelt, hätte ich beinahe gesagt. Ja, es ist viel Nebel. Und es war früher Morgen und es war viel Nebel, so sehr, dass man die Sonne nicht sehen konnte. Man wusste schon, dass es Tag war, weil es war so trübe hell. Man konnte die Sonne nicht sehen. Aber irgendwann haben die Nebel ein bisschen aufgehört, also wurden weniger. Und dann konnte man die Sonnenscheibe sehen. Kennt ihr das, wenn man so die Sonnenscheibe sehen kann? Und man kann da ganz locker hinschauen, es macht überhaupt gar nichts. Ja, man sieht es so ganz im Dunst, sieht man so eine dunkelweiße Scheibe, man guckt dahin und ja. Wenn die Nebel noch mehr abgenommen haben, wurde das Licht immer heller und immer strahlender. Es war ja die Sonne selbst, die den Nebel verscheucht hat. Und je weniger Nebel da war, desto genauer konnte man in die Sonne selbst reinschauen. Ja, kennt ihr das? Und irgendwann kann man nur so neben die Sonne schauen und so, weil es so hell und so klar und so wärmend ist. Die Bibel sagt, ich tilge deine Sünden wie einen Nebel. Sünde ist wie Nebel. Wenn wir voller Sünde sind, sehen wir gar nicht Gott und wie er ist. Und obwohl er da ist. Aber wenn Gott anfängt, Sünde in unserem Leben zu zeigen und auch wegzunehmen, dann fangen wir an zu sehen, dass Gott da ist. Aber wenn wir noch so auf dem Weg sind, haben wir manchmal so ein etwas diffuses Bild von Gott. Ja? Und wir denken, ja, Gott ist da hinten und ich kann auf ihn schauen und das ist, es ist so überschaubar. Aber je mehr die Sünde in unserem Leben weggenommen wird, desto herrlicher wird unser Bild von Gott. Und desto mehr werden wir wie Mose und wie Jesaja und wie Daniel nicht einfach sagen, ja, da ist Gott, sondern uns immer mehr fürchten in einer heiligen Scheu vor ihm, weil sein Licht so klar, so hell und so schön ist. Und ich wünsche mir, dass wir über Gott nicht einfach nur so reden, als wäre er so ein Kumpel, ja, den wir kennen, sondern dass je mehr wir Gott kennenlernen und Sünde sich aus unserem Leben verflüchtigt, dass wir Gott in seiner ganzen Heiligkeit und Schönheit und Klarheit sehen und dass wir erkennen, wie gering wir eigentlich sind und wie dankbar wir sein können, dass er für uns da ist. Ich weiß nicht genau, wie es euch geht. Früher war irgendwie alles anders. Früher war alles klar. Früher konnte man wählen und man wusste hinterher, wer gewonnen hat. Heutzutage scheint das anders zu sein. Ja? Die Amerikaner hatten die Qual der Wahl, oder man könnte auch sagen, sie hatten eine Wahl der Qual. Und wahrscheinlich haben alle von euch beobachtet, wie zwei Kandidaten, die unterschiedlicher kaum sein könnten, das Land in zwei Lager gespalten haben. Make America great again. Mach Amerika groß, hat der eine gerufen. Der andere sprach davon, battle for the soul of the nation. Kämpfe um die Seele der Nation. Und gekämpft haben sie wirklich. Und bis heute ist das Land tief gespalten. Interessanterweise betrifft das nicht nur die politisch Interessierten und die gesellschaftlich Interessierten, sondern auch viele Christen. Viele Christen in Amerika sind aufgrund der Politik gespalten. Die einen halten es mit Trump, die anderen halten es mit Biden. Und ganz egal, wer dann jetzt am 20. Januar vereidigt wird, ganz egal, was noch alles passieren wird, was wir gar nicht absehen können, das Land wird so schnell sich wohl nicht einigen. Interessant ist, dass nicht nur Christen über diese Frage gespalten sind, sondern mittlerweile auch viele Adventisten. In Amerika ist die Adventgemeinde immer mehr daran, sich so völlig zu politisieren,
dass man sich Gedanken machen muss. Und wenn ihr denkt, naja, das betrifft uns hier in Deutschland nicht, dann muss ich euch eines Besseren belehren. Die amerikanische Tagespolitik fängt an, auch in unseren Gemeinden für Spaltung zu sorgen. Und dann gibt es andere, die so angewidert von dem ganzen Spektakel sich abwenden, dass sie sich denken, damit sollte man sich gar nicht erst befassen. Ja? Einige, die vielleicht sowieso gar nicht mehr glauben, dass das, was wir früher gesagt haben, was im großen Kampf oder im Schatten zum Licht, wie es heute heißt, steht, dass es jemals eintreten könnte. Ja? Die Ansichten über unsere prophetische Auslegung verwässern. Aber Johannes auf Patmos sah über das tagespolitische Hin und Her, über die Polarisierung und über Fake News und Mainstream und Lügen und all diese Dinge hinweg. Und er sagte, ich sah ein Tier, ein anderes Tier aus der Erde hervorsteigen. Und ich glaube, in dieser Zeit, wo die ganze Welt sich um Amerika dreht, ist es mehr als an der Zeit, dass wir uns noch einmal vergewissern, was denke ich persönlich, was glauben wir als Adventvolk in Bezug auf Amerika. Und ich würde gerne mit euch ein paar Minuten Zeit nehmen und dass wir da uns Gedanken machen. Bevor wir das tun, würde ich gerne mit euch niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, du hast uns gerufen, nicht, dass wir einfach nur Gottesdienste abhalten. Du hast uns gerufen, dass wir der Welt das ewige Evangelium predigen, und zwar die erste, die zweite und die dritte Engelsbotschaft. Und Herr, wir leben in einer Zeit, in der die Menschen, und das hast du schon kommen sehen, die völlig die Orientierung verlieren. Und wir brauchen mehr denn je eine Gewissheit über die prophetische Botschaft, die das Fundament der dreifachen Engelsbotschaft ist. Wenn wir heute einen Aspekt herausgreifen aus der dritten Engelsbotschaft, dann möchten wir dich bitten, dass du zu uns sprichst, dass du uns Klarheit der Gedanken schenkst und dass wir auf dich schauen und auf nichts anderes. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf, Offenbarung 13. Offenbarung 13 und dort Vers 11 und 12. Johannes sagt: Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner, gleich einem Lamm, und redete wie ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus, vor dessen Augen, und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Erste Frage: Nicht melden, nicht antworten, aber nachdenken. Wenn ich jetzt hier aus irgendeinem Grund plötzlich ausfallen würde, weil ich umfallen würde oder weglaufen würde, könntest du, der du heute hier sitzt oder jetzt live zuschaust oder später die Predigt anhörst, könntest du hier nach vorne gehen und diese zwei Verse erklären aus der Bibel einem anderen Menschen. Wärst du dir sicher, dass du weißt, was diese zwei Verse hier bedeuten, was die einzelnen Elemente bedeuten sollen und was wir dazu glauben? Stell dir mal selbst die Frage. Könnte, abgesehen davon, dass du vielleicht sagst, naja, ich würde nicht so viel hin und her laufen wie der Christopher, das wäre wahrscheinlich auch ganz gut. Aber könntest du sagen, was die Adventgemeinde zu diesen Versen predigt und sagt? Liebe Geschwister, liebe Freunde, das hört mir gut zu. Wir leben in einer Zeit, die wird immer, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, immer unübersichtlicher, immer unklarer. Wann wollen wir uns Zeit nehmen, diese Dinge für uns selbst zu verstehen? Wenn nicht jetzt. Wenn du ehrlich in deinem Herzen sagen kannst, ich wüsste nicht ganz genau, was alle diese Dinge bedeuten hier, tu mir einen Gefallen, das meine ich todernst. Schalt das Internet ab. Schalt den Fernseher ab, melde dich von WhatsApp und Instagram ab und nimm dir 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, bis du Offenbarung 12, 13 und 14 selbst verstehst. Das meine ich todernst. Offenbarung 12, Offenbarung 13 und Offenbarung 14 sind nicht für Theologen und nicht für Evangelisten. Sie sind für dich.
Wir leben in einer Zeit, in der wir nicht davon ausgehen können, dass jeder, der sich Adventist nennt, diese Dinge dann vom Podium immer noch richtig predigt. Wir leben in einer Zeit, in der der Satan versucht, uns durch alle möglichen Irrlehren und Fake News von links, rechts, oben, unten zu verwirren. Jeder Einzelne von uns muss wissen, was er glaubt. Und wenn ihr euch die Zeit nehmt, Offenbarung 12, 13, 14 zu studieren, dann nehmt noch eine Woche hinterher und macht noch Daniel 2, 7, 8 und 9, dann seid ihr vorbereitet für die Endzeit. Wirklich. Daniel 2, 7, 8, 9, Offenbarung 12, 13, 14. Wenn ihr Lust und Zeit habt, macht Offenbarung 16 und 17 oder Daniel 11. Wunderbar. Aber diese Dinge, ja, die Kernbotschaften der Dreifachen-Engels-Botschaft, da reicht es nicht, wenn wir immer wieder auf YouTube unseren Lieblingsprediger hören. Das müssen wir selbst verstehen. Und wir werden heute in den nächsten Minuten vielleicht auch sehen, warum. Vers 11. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Wenn der Johannes von einem anderen Tier redet, dann gibt es was auf jeden Fall noch. Ein anderes Tier, noch ein anderes Tier, ein erstes Tier. Ja, das ist hier ein zweites Tier, ja, ein erstes Tier, wie es in Vers 12 heißt. Und die Zeit haben wir heute nicht, das alles so ausführlich zu behandeln. Ich muss ja in 20 Minuten fertig sein. Aber könnt ihr mir sagen, welches ist das erste Tier, das in den 10 Versen zuvor, in Offenbarung 13, Vers 1 bis 10, ausführlich mit vielen Details beschrieben wird? Welches ist das Tier? Das ist das päpstliche Rom. Ja, das ist der Vatikan, das ist der Kirchenstaat, das ist der Vatikan, das Papsttum. Ja? Das erste Tier. Okay. Ihr wisst vielleicht auch, dass dieses erste Tier 42 Monate regiert. Und 42 Monate sind wie viele Jahre? 42 Monate sind wie viele Jahre? Erstmal 3,5 Jahre, nicht wahr? Ein Jahr, also 12 Monate, 24, 36, 42, 3,5 Jahre. Und diese 3,5 Jahre sind die 1260 Jahre aus Daniel 7, Offenbarung 12. Und ihr wisst vielleicht noch, von wann bis wann das Papsttum Macht hatte in der biblischen Prophetie? 538 und? Genau, wenn das für euch böhmische Dörfer sind, bitte, bitte, bitte nehmt euch 2 Wochen Zeit, 3 Wochen Zeit, das zu verstehen. In Offenbarung 13, Vers 10 wird uns gesagt, wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durch Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen. Das Papsttum endete wie? Weiß jemand von euch, was 1798 passiert ist? Wiederholung für einige. Was? Der General Berthier kam im Februar nach Rom, hat den armen, na, was heißt armen, ja, den 83-jährigen Papst Pius den 6. gefangen genommen. Der hat gerade sein 23-jähriges Thronjubiläum gefeiert und er wurde wenige Tage später erst nach Norditalien und dann nach Frankreich verschifft, also weggebracht und ist dann dort gestorben. Wir nennen das auch in Offenbarung 13 die tödliche Wunde. Und in diesem Kontext, Ende des 18. Jahrhunderts, sieht Johannes ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Ein Tier steht in der Prophetie für ein Königreich, für ein Weltreich. Das könnt ihr in Daniel 7 nachlesen. Ja, das sind also Weltreiche, Königreiche, die eine große Macht haben. Ja? Kein Weltreich hat die ganze Welt tatsächlich beherrscht, oder? Weder Babylon, noch Medo-Persien, noch Griechenland, noch Rom. Es gab immer auch andere kleine Königreiche, aber es war immer die dominierende Macht. Genauso auch das Papsttum im Mittelalter. Ein anderes Tier aus der Erde, und auch das wisst ihr, die Erde ist etwas anderes als das Wasser. Das Wasser steht in der biblischen Prophetie für Völker, Nationen, Stämme und Sprachen. Weiß jemand aus dem Kopf, welcher Vers das sagt? Das ist so in der adventistischen Toolbox, ja, in dem Handwerkskasten. Ja. Welcher Vers sagt, dass das Wasser für Völker, Nationen, Stämme und Sprachen steht? Genau, Offenbarung 17, Vers 15. Ja. Offenbarung 17, Vers 15. Das sind auch so Dinge, die man in den 2 Wochen, 3 Wochen Offenbarungstraining mal sich zurechtlegen sollte. Ja, oder ja, Tagprinzip. Okay.
aus der Erde aufsteigen. Das Wasser steht für die Völker, Nationen, Stämme und Sprachen, also dicht besiedelte Kulturen. Gibt es in der Erde Wasser? Ja, so ein bisschen, ne? So ein bisschen Grundwasser, so ein bisschen Feuchtigkeit, ja. Aber es ist ganz wenig, ja. Da ist jetzt nicht viel Wasser. Ist ja keine Wüste hier. Es ist ganz bisschen Wasser. Das heißt, die Erde steht für ein spärliches besiedeltes Gebiet, ja, ein spärlich besiedeltes, wo es kaum Menschen gab. Und ihr wisst, die Vereinigten Staaten von Amerika entstanden eben natürlich auf dem nordamerikanischen Kontinenten, wo es nur sehr wenig Menschen gab, ja. Sehr wenig Einwohner, die Indianer, die dort in einigen Stämmen lebten. Interessant ist jetzt, die Bibel sagt, dieses zweite Tier, die USA, haben zwei Hörner wie ein Lamm. Das Lamm in der biblischen Prophetie steht normalerweise für wen immer? Jesus, oder? Das Lamm kommt in der Offenbarung ständig vor und an jeder Stelle, bis auf an dieser direkt, ist es immer ein Hinweis auf Jesus. Und auch hier ist es in gewisser Weise ein Hinweis auf Jesus, obwohl natürlich die USA nicht Jesus sind. Sie sehen aus wie ein Lamm. Sie ähneln Jesus in einer gewissen Art und Weise. Und zwar bezüglich dieser zwei Hörner. Was ist ein Horn in der biblischen Prophetie? Ein Königreich, oder? Okay. Gibt es denn zwei Königreiche, die Jesus akzeptiert hat? Also, wir wissen alle, dass Jesus vom Reich Gottes gesprochen hat, oder? Gibt es zwei Königreiche, die Jesus akzeptiert hat, von denen er gesprochen hat? Denn die Bibel sagt, die USA, das zweite Tier, hat zwei Hörner wie ein Lamm, zwei Königreiche wie Jesus. Das ist, was der Text sagt. Zwei Königreiche wie Jesus. Also müssen wir uns die Frage stellen, in welcher Art und Weise hat Jesus von zwei Königreichen gesprochen? Schaut mal mit mir in Matthäus. Matthäus 22. Und dort Vers 21. Matthäus 22 und dort Vers 21. Die Bibel sagt, sie antworteten ihm, des Kaisers, da spricht er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Hat Jesus zwei Königreiche anerkannt? Ja. Das Reich Gottes, wo Gott regiert, über die Herzen, geistlich. Er hat aber auch das weltliche Reich akzeptiert, den Kaiser. Seine Aufgabe bestand nicht, den Kaiser abzusetzen oder ihn zu vertreiben. Seine Aufgabe bestand darin zu zeigen, dass diese beiden Reiche getrennt voneinander sind. Gebt Gott, was Gottes ist und gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Der Kaiser hat kein Recht zu bestimmen, wie wir Gott anbeten, oder? Wenn der Kaiser sich anmaßt, unsere Anbetung bestimmen zu wollen, sagen wir mit Petrus, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir sagen mit den drei Freunden von Daniel, wir haben kein Wort darauf, es ist nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ja? Du weißt ganz genau, wir können das nicht tun. Fußnote, wenn der Kaiser Dinge sagt, die dem Wort Gottes nicht widersprechen, sagt Jesus, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und diese Idee der Trennung von Kirche und Staat ist das Fundament Amerikas. Keine andere moderne Nation hatte solch eine radikale Ansicht von der Trennung von Kirche und Staat. Und das hatte zu tun mit der Geschichte Amerikas. Denn ihr wisst, die Amerikaner, die ersten Amerikaner waren eigentlich Kolonisten. Sie kamen woher? Aus Großbritannien, verfolgt um ihres Glaubens willen. Es waren Puritaner. Die,
der Bibel allein folgen wollten und die nicht die Kompromisse der anglikanischen Kirche mitmachen wollten. Sie sind dorthin geflohen, erst nach die Niederlande und dann nach Neuengland. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von den Pilgrim Fathers auf der Mayflower. Vor genau 400 Jahren, ja, ungefähr so um diese Zeit, 1620, kamen die in dem, was wir heute Plymouth nennen, in Plymouth kamen sie an. Und einige Jahre später kamen dann weitere. Und so entwickelten sich kleine Kolonien, wo man dem Wort Gottes alleine folgen wollte. Klingt toll, oder? Aber dann kamen immer mehr Puritaner. Und das Problem an den Puritanern waren, die waren nicht alle ganz gleich. Einige hatten mehr einen Schwerpunkt auf den Bibelvers und eine mehr auf den Bibelvers. Und einige verstanden den Bibelvers so, die anderen so. Und die, die zuerst da waren, meinten, dass sie die Bibel richtig auslegen können. Ja? Und was ist passiert? Diejenigen, die der Bibel allein folgen wollten, fingen an, wieder andere zu verfolgen. Und dann gab es einen ganz tollen Reformer. Sein Name war Roger Williams. Wer von euch hat schon mal den Namen Roger Williams gehört? Roger Williams? Okay, wenn euch der Name nichts sagt, macht aus den 3 Wochen 4 Wochen und lest nochmal das Buch Vom Schatten zum Licht. Gibt es ein ganzes Kapitel über den. Wir müssen das Buch nicht nur weitergeben, wir müssen es gut kennen. Nicht mal gelesen haben, gut kennen. Da sind so viele Prinzipien für unsere Zeit drin. Gut kennen. Also, und dieser Roger Williams, der hat etwas so Spektakuläres gesagt, dass die Leute nicht glauben konnten, dass man sowas sagen kann. Der hat gesagt, jeder Mensch soll glauben, was er will. Für uns ist das vielleicht erstmal selbstverständlich. Das war seit Jahrhunderten noch nie gehört worden. Jeder Mensch soll glauben, was er will. Jeder hat ein Recht darauf, falsch zu liegen. Das ist ein ziemlich krasser Gedanke, oder? Jeder hat ein Recht darauf, falsch zu liegen. Man kann Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen. Und die Puritaner, die fanden das, die haben das als eine große Irrlehre bezeichnet, haben ihn im Winter, da war es noch kälter als hier heute in der Gemeinde, in den Wald verfrachtet. Und nur aufgrund der Indianer hat er überlebt. Aber Roger William hat dann später eine Stadt gegründet, die Stadt Providence und die Kolonie Rhode Islands und dieses Prinzip umgesetzt. Und da wuchs die Kolonie so stark, dass später, als dann die USA unabhängig wurden, dieses Prinzip zu einem fundamentalen Prinzip wurde. Kirche und Staat sind getrennt. Als die US-Fassung Ende des 18. Jahrhunderts entstand, die Unabhängigkeitserklärung und die Bill of Rights und die Constitution, dann ist es ganz interessant, dass sich die Gründungsväter, obwohl sie nicht alle Christen waren, keine bekennenden Christen waren sie alle, einige ja, andere nicht, doch sie sich sehr stark an der Bibel orientierten. Und ich habe gerade gestern erst gelernt, das fand ich total interessant, wusstet ihr, dass die Dreiteilung in Legislative, Judikative und Exekutive, also gesetzgebende Macht, ja, und ausführende Macht und dann die Gerichte, dass das ein Prinzip war, das sie direkt aus der Bibel bekommen haben. Schaut mal mit mir in Jesaja 33 und dort Vers 22. Jesaja 33 und dort Vers 22. Das heißt es in Jesaja 33, Vers 22, denn der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Gesetzgeber, der Herr ist unser König, er wird uns retten. Ja, Richter, Gesetzgeber und König. Und aus diesem Vers haben sie dann abgeleitet, okay, es gibt 3 Abteilungen sozusagen der Regierung. Es braucht Richter, es braucht Leute, die Gesetze machen und es gibt Leute, die Gesetze ausführen. Ja, und auf solchen Prinzipien, so ist die US-Verfassung entstanden, auf der Idee der Gewaltenteilung aus der Bibel heraus, auf der Idee der Religionsfreiheit aus der Bibel heraus. Und was sagt der Text in Offenbarung 13? Es sah aus wie ein Lamm mit 2 Hörnern, aber es redete wie ein Drache. Es redete wie ein Drache. Und könnt ihr mir sagen, wer der Drache ist? Der Drache ist der Satan. Und der Satan kämpft gegen was? Seit Beginn seiner Rebellion. Wogegen kämpft er? Gegen den Charakter Gottes. Er kämpft gegen das Gesetz Gottes. Und wenn Gott ein Gott der Freiheit ist und wenn das Gesetz der Freiheit ist, dann wird der Kampf gegen das Gesetz immer mit Druck und Zwang erzeugt werden. Und die Bibel ist voll von Beispielen über diese Geschichte, was die Offenbarung uns lehrt in Offenbarung 13 und dort Vers 12 ist, dass dieses Tier dieselbe Vollmacht ausüben wird wie
wie das erste Tier, wie der Vatikan. In Vers 12 heißt es, es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Wer führt die Welt dazu, dass das Papsttum, der Vatikan, wieder Weltmacht erlangen wird? Wer wird es sein? Die Vereinigten Staaten von Amerika. Und zwar, indem sie reden. Es heißt, er redete wie ein Drache. Wenn davon beim Reden, wenn hier von dem Reden die Rede ist, dann sind nicht die Ansprachen von Barack Obama oder Donald Trump oder Joe Biden oder wie sie auch immer heißen gemeint. Eine Nation redet nicht durch die Einzelmeinung, auch wenn er Präsident ist, eines einzelnen Menschen. Eine Nation redet durch Gesetze. Denn das ist das, was die ganze Nation sagt. Die Bibel sagt voraus, dass ausgerechnet diese Nation, in der Kirche und Staat stärker getrennt sind als in jedem anderen Land der Welt, dass ausgerechnet hier Gesetze erlassen werden gegen das Gesetz Gottes. Und wenn ihr weiterlest in Offenbarung 13, dann lest ihr von Anbetung, auch schon in Vers 12 lest ihr von Anbetung. Es werden Gesetze erlassen werden, die falsche Anbetung erzwingen. Ein weiteres Studium wird uns zeigen, dass es um den Sabbat und den Sonntag geht. Vielleicht ist das für euch nicht neu. Aber ich möchte betonen, dass die Bibel uns deutlich macht, wie es geschieht. Die Bibel und der Geist der Weissagung sagen uns, dass das protestantische Amerika den Weg bereiten wird für eine Sonntagsgesetzgebung, die weltweit sein wird. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass Donald Trump kurz vor dem Ende seiner Amtszeit eine neue Richterin installiert hat. Amy Coney Barrett ist die 6. katholische Richterin am obersten Gerichtshof. Und mit ihr ist die konservative Mehrheit am Supreme Court fest verankert. Es sind mindestens 6 von einem 7. von Neil Gorsuch, wissen wir nicht genau, ob er katholisch oder episkopal ist. Also 6 bis 7 Leute gehören der katholischen Richtung an. Joe Biden, wenn er dann vereidigt wird, nicht wahr? Wer weiß, was noch alles passiert, wäre der 2. katholische Präsident in der Geschichte der USA. Wisst ihr, wer der erste war? JFK Kennedy, ganz genau. Er wäre der 2. katholische Präsident. Er hat schon mit dem Papst telefoniert. Aber jetzt kommt's. Unsere prophetische Auslegung sagt nicht, dass die amerikanischen Katholiken irgendwie das Ganze hinterrücks planen werden, sondern dass die protestantischen Kirchen den Weg bereiten werden. Wir haben noch 2 Minuten. Ich lese euch noch 2, 3 Zitate vor. In einem großen Kampf sagt Ellen White Folgendes. Das Bild des Tieres repräsentiert die Form des abgefallenen Protestantismus, das sich entwickeln wird, wenn protestantische Gemeinden die Hilfe der zivilen Macht suchen werden, um ihre Dogmen durchzusetzen. Er sagt weiter, wenn die führenden Kirchen der Vereinigten Staaten sich auf bestimmten Lehrpunkten einig werden, dann werden sie den Staat beeinflussen, um ihre Erlasse durchzusetzen und ihre Institutionen zu erhalten. Dann wird das protestantische Amerika ein Bild der römischen Hierarchie gebildet haben. Ihr Lieben, ich möchte sehr deutlich sagen, was wir glauben als Adventgemeinde, ist nicht, dass das Sonntagsgesetz durch Bill Gates kommt. Und wir glauben auch nicht, dass das Sonntagsgesetz durch eine Verschwörung von irgendwelchen Luziferianern kommt. Und auch nicht durch Linke und Sozialisten und Kommunisten. Wir glauben auch nicht, dass das Sonntagsgesetz durch irgendwelche Impfdiktaturen kommt. Obwohl ihr das mittlerweile an vielen Ecken hören und sehen könnt, auch in konservativen adventistischen Kreisen. Worauf ich euch einschwören möchte, ist, dass wir bei unserer prophetischen Botschaft bleiben. Und selbst wenn es jetzt so aussieht, dass durch einen Wahlsieg von Donald Trump der Einfluss der evangelikalen Kirchen etwas zurückgedrängt werden wird für eine Zeit,
Heißt das nicht, dass wir unsere prophetische Auslegung aufgeben, nur weil wir unbedingt wollen, dass morgen das Sonntagsgesetz kommt, dann kommt es halt durch irgendjemand anders. Das ist sehr unklug. Lasst uns als Adventisten bei der adventistischen Botschaft bleiben. Und die adventistische Botschaft sagt, es werden protestantische Kirchen sein. Wie das kommt, im Einzelnen weiß ich nicht. Unter Donald Trump sah es schon sehr nah aus. Vielleicht hat der Satan noch ganz andere Wege, das herbeizuführen, aber es werden protestantische Kirchen sein, deren Einfluss momentan mehr auf der Seite der Republikaner ist, als der auf der Demokraten. Lasst uns nicht vom Satan wegfangen, indem wir unsere adventistische Auslegung vermischen mit weltlichen Theorien. Die Vermischung von Wahrheit und weltlichen Theorien ist immer schädlich, egal ob sie von links oder rechts kommt, von oben oder von unten. Unsere adventistische Auslegung sagt, es ist der abgefallene Protestantismus. Und wir werden sehen, ob in der nächsten Präsidentschaft oder etwas später, es wird sich erfüllen, Gott hat es gesagt. Und was wir brauchen, ist ein klarer Adventismus. Keiner, der von überall sich was borgt, weil irgendwie das Endzeitszenario noch ein bisschen spannender gemacht werden muss. Kein Adventismus, der die Hälfte der prophetischen Botschaft wegnimmt, weil man nur noch über die Liebe Gottes redet. Kein Adventismus, der hinter jedem Busch die Endzeit sieht. Kein Adventismus, der einfach vor sich hinschläft, sondern Adventismus, der ganz gerade und klar an der prophetischen Botschaft sich orientiert, wo jeder selbst weiß, was in Offenbarung 12, Offenbarung 13, Offenbarung 14 steht, wo wir wissen, was Ellen White gesagt hat und nicht einfach nur irgendwelchen Predigern zuhören. Oder noch schlimmer, YouTube-Videos von Nicht-Adventisten, von denen wir dann unser Endzeitszenario abklauben. Ihr Lieben, lasst uns den Adventismus wieder gerade und klar machen mit einem so steht geschrieben, Make Adventism straight again. Ja, wir kämpfen um die Seele des Adventismus. Der Satan ist klüger, als wir denken. Und ich möchte euch, liebe Geschwister, und euch, die ihr zuschaut oder später es anschaust, auffordern, bleibt bei dem, was geschrieben steht. Mehr brauchen wir nicht. Das ist schon spektakulär genug. Und wenn es langweilig ist, dann lasst uns die sozialen Medien abschalten und lasst uns wieder richtig in das Wort Gottes hineingehen. Ihr werdet sehen, wie spannend das ist. Dabei müssen wir bleiben. Lasst uns die Augen offen halten. Und jetzt habe ich schon eine Minute überzogen. Eine brauche ich noch, dann sind wir am Ende. In Offenbarung 13 sieht es so aus, als ob das Kapitel dramatisch endet. Mit dem Mahlzeichen des Tieres, mit einem Todesbefehl, mit einem Befehl, das man nicht kaufen noch verkaufen kann. Und ja, die Bibel macht deutlich, es wird eine Trübsal sein, wie sie noch nie gewesen ist. Aber Offenbarung 13 endet nicht in Vers 18, obwohl das unsere Bibeln sagen. Denn eigentlich sind die Kapiteleinteilungen etwas unglücklich. Nicht wahr? Ihr wisst ja, gerade in Offenbarung. Es geht eigentlich weiter. Während Johannes sieht, wie die Endzeit sich zuspitzt und wie das Sonntagsgesetz durchgesetzt wird, aufgrund der protestantischen Kirchen von Amerika, die dann das Papsttum einladen in Amerika und überall sonst die Herrschaft zu übernehmen, da sieht er in Offenbarung 14, Vers 1, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners, und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Dort möchte ich stehen, auf dem Berg Zion, dort, wo Jesus ist. In der Zeit, wenn alles zusammenbrechen wird, wenn die Welt sich zusammenraufen wird gegen Gottes Gesetze, wird es 144.000 geben. Und ob symbolisch oder buchstäblich, das könnt ihr selbst studieren. Aber der Punkt ist, sie haben den Namen Gottes, seinen Charakter auf der Stirn. Sie stehen auf dem Berg Zion. Joel 3 sagt uns, jeder, der den Namen des Herrn anruft, auf dem Berg Zion, wird gerettet werden. Vers 4, diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Die Jesus nachfolgen. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm, und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Die US-Wahl erinnert uns. Und die unübersichtliche Lage und das Chaos in dieser Welt, dass wir unseren Blick auf Jesus richten müssen. Denn er kommt und die Prophetie wird sich erfüllen. Und zwar genauso, wie es das Wort Gottes sagt. Nicht, wie wir uns das vielleicht zusammenreimen, sondern genauso. Und deswegen müssen wir auf Jesus schauen. Wir müssen unseren Blick auf ihn richten, ihm nachfolgen, wohin er uns auch führt. In den Dingen, die uns gefallen und in den Dingen, die uns nicht gefallen. Damit wir seinen Charakter haben
Und dann, wie Daniels Freunde sagen können, wir sind höflich und freundlich. Wir werden nicht gegen Nebukadnezar rebellieren, aber wir werden uns nicht niederbeugen. Wir tun alles, was du sagst, solange es nicht gegen die 10 Gebote ist. Dann werden wir so sein wie Daniel in Daniel 6. Wer von euch möchte sagen, ich möchte ein Adventist sein? Und zwar mit der reinen adventistischen Lehre, die nicht vermischt ist mit irgendwelchem Abfall und nicht vermischt ist mit irgendwelchen weltlichen Spekulationen. Ich möchte der Adventbotschaft folgen, wie sie in der Inspiration steht. Und diese will ich zu meinem allerersten Studienobjekt machen. Und ich werde nicht aufhören zu ruhen, bis ich selbst weiß, was die Prophetie sagt. Ist das euer Wunsch? Amen.